Ja, einen sehr großen. Es gibt ja mehrere Jugendserien, aber der FIS Youth Cup, der in Hinterzarten und dann eine Woche später in Einsiedeln stattfindet, ist die Serie, wo junge Skispringer aus der ganzen Welt am Start sind. Beim Alpencup sind es die 6 Alpenländer, aber dort sind es heuer, glaube ich, Jahrgang 96 und 97 die besten Springer aus der ganzen Welt. Und da gibt man sich quasi die Klinke in die Hand, jung und alt. Und also für die jungen Sportler ist natürlich eine Riesenmotivation, dort zu starten, im Vorfeld der Großen zu starten und sich dann auch den Wettkampf der Großen anzuschauen. Von der Seite her ist es, denke ich mal, eine Win-Win-Situation. Letztes Jahr war es auch so, dass unsere arrivierten Athleten, Martin Schmidt, Michael Uhrmann, sich um die Kleineren gekümmert haben, da mal in die Kabinen reingegangen sind und ein bisschen Smalltalk da betrieben wurde. Das war ganz nett anzuschauen. Ich glaube, dass es von beiden Seiten begrüßt wird, wie das organisiert ist.